vorbei, bevor ich euch offiziell begrüße, hier in der rund 800 Jahre alten St. Matthias-Kirche, begrüße ich mal in unserer Runde Frau Rasch. Sie ist hier die Küsterin und Frau Rasch ist eine Elgermüßnerin. Und jetzt klären Sie uns auf, wo sind Sie in Elgermüßen groß geworden? Wo haben Sie gewohnt? Ich komme ursprünglich aus dem Ziegeleiweg. Also unten ehemals Ziegelei. Und das ist schon mal wieder etwas Besonderes. Die Besonderheit hier in dieser Kirche sind vier Engel, die tragen die Kanzel. Und wenn ihr mal genau hinschaut, das darf ich wohl, wir sind ja alte Erwachsen, die haben unheimliche, wie sagt man, beißige Brüste. Die Orgel, die wir hier sehen, die ist erst so in den 30 Jahren gekauft worden aus der Gemeinde Holle. Aber die stammt aus Hildesheim, von 1686.